Da ist ja noch was Explosives. Eine Ionensicherheitszelle. An der vergreifen wir uns mal lieber nicht. Stattdessen... da war ich jetzt schon. Stattdessen dampfen wir mal einfach in Ruhe ab. Schön, dass hier auch alles unter Wasser steht. Vielleicht müssen wir eine kleine Pumpe in der Mine hier reinbauen. Dann müsste man nicht die ganze Zeit nasse Füße haben. So, ab. Da, ja, da ist der Ausgang. Sehr gut. Ah ja, die Gefahrenstufe geht wieder los. Na ja, Affen. Guck sich einer die Affen an. Sind sowas von der Burner. Egal, wir müssen weiter, weil die Gefahrenstufe ansteigt. Sonst sterben wir elendlich. Ja, ich weiß. Achso, J wollte ich. Nein, nicht J, sondern N. Mit N geht's zur Normandy, genau. Hauptsache erstmal allerlei falsche Tasten drücken. Das ist mal wieder typisch. So, was steht noch an? Ich wollte nach genau. Ich wollte nach genau. Sup. Ja, dann hatte ich schon untersucht, ne? Ja, hatte ich. Mein Zitronenplanet. Süß. So, bleibt noch Feros. Auf nach Feros. Auf zu einer weiteren Hauptmission. Zu einer weiteren Hautmission, die uns in die Tiefen der Haut führt. Natürlich erstmal den Rest des Systems untersuchen. Ist ja wohl klar. Siehst du, da findet man nämlich noch eine leckere Datendisk, die man sich über die Spaghetti raspeln kann. Und Quinoa landen wir auch noch. Hm, Laichmetall. Das ist da, wo die Lachse immer laichen. Und Logan. Logan. Logan ist ein hervorragender Film, den solltet ihr alle gucken. Nur so ein kleiner Tipp von mir für euch. Feros. Das Unternehmen ExoGenny hat auf Feros eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert, also der perfekte Ort, um sich niederzulassen. Es gibt Hinweise darauf, dass Feros früher eine sehr viel kältere Welt war. Feros hat 2 Monde, Orkan, der Vater, und Vardet, was anscheinend keine deutsche Übersetzung hat. Gründungsjahr der Kolonie... 2178, Bevölkerung 300, das ist aber sehr wenig. Hauptstadt ExoGenny Gebäude. Ach, das ExoGenny Gebäude ist die Hauptstadt, okay. Gut. Wir landen mal. Wir machen mal die Landeeule und gucken, was da so abgeht. Hui! Boah, sind das die Ruinen? Krass. Einmal andocken für 500. Ja, keine Zeit verlieren. Auf geht's. Nur kein Zelt verlieren. Oder soll ich einmal kurz... Was hat Joker... Was hat Joker aus Neues zu sagen? Etwa noch eine Frage? Nein. Ich dachte, du hättest eventuell irgendwas über diesen Planeten zu sagen, auf dem wir gerade gelandet sind. Aber das ist wohl nicht so dein Ding, wa? Jetzt müssen wir uns natürlich noch fragen, wen wir mitnehmen. Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Tali und Ashley. Ich weiß nicht warum. Einfach so. Einfach aus Spaß und Gedöns. Ja. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Yay, Innendruck. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen.
Executive Officer Presley hat das Kommando. Warum Presley? Kann ich mir nicht aussuchen, wer das Kommando hat, wenn ich nicht da bin? Ich würde es Joker geben wahrscheinlich. Der wirkt mir vertrauenswirkend. Wirkt er. Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Was ist ein Faidan? Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Ungut. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Okay. What the? Wurde der Typ gerade vor meinen Augen weggesprengt? Das ist aber ungut, also für ihn. Fuck. Wo ist er denn hin? Beziehungsweise seine Teile. Schießt euch voll ins Gesicht, ihr Luschen. Das habt ihr jetzt davon. Verdammte geht. Ich weiß, dass du da bist. Lug ruhig hervor, mein Freund. Oh. So, jetzt du. Genau. Verdammtes Gesocks. Da ist ja noch einer. Wie viele sind denn da von denen? Wo kommen die alle her? Was machen die hier? Und überhaupt? Ich habe Hunger und muss mal. Na super, da ist wieder so ein Rumhüpfer. Ja, ja. Sieht super normal aus. Hängt da an der Decke rum. Ich schieße ihn einfach mal. Ist der gerade von alleine explodiert oder was war das? Wenn ja, nice. Wenn nein, was ist ihm dann zugestoßen? Egal. Ach, weiter hoch geht's hier gar nicht. Wir müssen hier lang. Ah, sehe ich fast aus Reflex geschossen. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Ja. Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Greta Reynolds. Diese Gates sind verdammt gefährlich. Na, geht so. Kolonist. Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Nice. Fertig machen. Wen? Matcha Doyle. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Gute Aussichten. May O'Connell. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Oh, Entschuldigung. Leichobert? Oh nein, er bewegt sich noch. Ich dachte, er wäre tot. Ledra. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Ja, das ist doch nice. Was will man mehr? Devin Reynolds. Die Gate sammeln sich zu einem neuen Angriff. Super. Es wird ja immer besser hier. Da ist ein Terminal. Da müssen wir gleich mal was dechiffrieren. Das geht uns zwar nichts an und ist sicher privat, aber wir müssen da reingucken. Frachtlogs. Bei der Dechiffrierung dieser Logs haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster geliefert. Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazon-System geliefert worden. Okay. Dem können wir ja demnächst mal auf den Grund gehen. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Meine Kopfschmerzen werden weniger. Draußen explodiert alles. Ich muss nur aufhören, an die Vergangenheit zu denken. Öffentliches Extranet-Terminal. Achso, da kriege ich nur weitere Informationen. Hollis Blake. Es kommen immer mehr Geht. Cool. Kalanta Blake. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Ah, natürlich nicht. Ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Bitte, jetzt was? Geht es mir schon besser. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Ich hoffe es. Mir geht's gut.
Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff. Es geht gleich sicher wieder. Keine sichtbaren Verletzungen. Aber sie leidet unter Schmerzen. Vielleicht sind es innere Schmerzen. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Draußen hört man Kampfgeräusche. Faidan, mit ihm soll ich doch Commander, reden. Commander, ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter, seit... Das kann ich verstehen. Was? Seid aufpassen. Es entgeht im Turm. Oh, super. Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Das ist eine gute Idee. Lass uns das mal probieren. So richtig gut in Deckung suchen, geht nicht. Die stehen dann auch so halb hinter der Ecke und lassen sich trotzdem erschießen. Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen hohl sind. So, wir müssen erstmal weiter verteidigen. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Wir werden sehen. Oh, wo ist er hin? Ist er weggelaufen oder? Ich hab's nicht gesehen, was mit ihm passiert ist gerade. Müssen wir hier hoch oder müssen wir... Anscheinend müssen wir hier hoch. Die geht lungern da erstmal so ein bisschen rum und warten auf uns. Oh, da kommt die Drohnen. Die Drohnen muss doch nicht etwa. Dass du da bist. Alter, kommt die von der Decke gefallen oder was ist hier los? Fast so aus. Ach so, ja, da war ein Landungsschiff. Kein Wunder, dass sie von der Decke gefallen kommen. Das überrascht mich ja jetzt nur sehr wenig. Nehmen wir uns jetzt die Gate vor? Wo immer sie stecken mögen. Wir sollten noch mal Faidan fragen, aber ich glaube, unser Job hier ist erledigt. Wir sollten ihn auf jeden Fall gleich mal fragen. Der kann uns bestimmt interessante Dinge erzählen. Oh, was haben wir denn hier? Medizinische Station. Upgrade Kit. Ja, meins. Gleich auch meins. Sehr gut. Wir sollten vielleicht auch gleich nochmal unsere Ausrüstung checken, gucken, ob wir neue interessante Dinge gefunden haben. Ich gucke mich einfach nochmal um und dann spreche ich nochmal mit dem Chef oder wer das hier ist, genau. Der Faidan. Achso, einmal hier noch ganz kurz gucken. Keine Sorge, alles wird gut. Siehst du? Alles gut. Elendiges Geht-Pack. Oh, wo kommen wir hier denn noch ganz hin? Okay. Anscheinend in eine Sackgasse, weil da vorne ist auch dicht. Aber da unten ist noch ein Raum. Ach so, hier eventuell. Geht!
guck mal kurz nach meinem Stufenaufstieg, bevor ich den wieder vergesse. Wir können Punkte investieren in... Komm, Sturmpionier machen wir mal voll. Und... ja, einfach nochmal Inspector-Training. Und vielleicht auch mal ein Quicksave zwischendurch, das machen wir viel zu selten. Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Okay, dann machen wir das doch. Huch. Oh, das ist eine Tür. Oha. Was zur Hölle? Das sind ja Hunde oder so. Nein, das sind Waren. Waren aber auch schon mal schöner. Da kommt noch einer. Ein Alpha-Warren. Na klar. Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Es klingt fast so, als wäre es eine Aufgabe gewesen, den zu beseitigen. Aber die Aufgabe habe ich wohl noch nicht gekriegt. Aber zumindest habe ich ihn beseitigt. Das ist ja auch schon mal was wert. Einfach mal so Dinge und Viecher beseitigen, weil man nett ist. Oh, Kraftstofftank, Energiezelle entfernen. Dieses alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Und dabei brennt es. Das muss man sich mal reinziehen. Obwohl es brennt. Lichterloh. Hier kurz. Moment, da drüben, das sieht aber auch noch wie eine Tür aus. Ich bin sogar überzeugt, es ist eine Tür. Die Frage ist, geht sie auf? Ja! Ich hab dich gesehen, ich weiß, dass du da bist. Wollt ihr denn vielleicht auch mal kommen und helfen? Das wäre super nice von euch. Organa? Was machen die denn hier? Das sind keine G. Ernsthaft, was machen die hier? Ich dachte, das handelt sich um einen reinen Gate-Angriff. Plötzlich Krogana. Das ist doch nicht normal. Technik-Kit? Ja, nehmen wir auch. Transmitterturm. Ich weiß nicht genau, was der transmittiert. Ach, ein Gate-Transmitter. Ja, der muss dran glauben. So viel ist klar. Ich glaube, wir lösen hier allerlei Aufgaben, die wir eigentlich hätten kriegen sollen im Camp. Vielleicht laufe ich einmal kurz zurück, um mir die Aufgaben zu holen, die ich jetzt gerade schon erfülle. Das könnte gut für unsere Erfahrungspunkte-Konto sein. Für unsere Erfahrungspunkte-Konto, genau. Das habe ich völlig korrekt ausgedrückt gerade. Ich laufe einmal kurz zurück. Ich komme auch wieder, bestimmt. Vielleicht, zum Teil. Ach so. Haben sich neue Ideen eingefunden. Super. Ganz große Klasse. Ich dachte, der Weg wäre frei, nachdem wir ihn schon freigeräumt hatten. Aber nein, es kommen immer mehr. Oh. Da ist noch eins. Sieht nicht aus, als wäre es schon aktiviert worden. Ach so. Wir sollten uns Das ist das, was ich schon aktiviert hatte. Guck an, guck an. Ich komme ja gleich wieder. Ich muss erstmal mit den Leutchen reden. Mit dem Faidan, oder wie der heißt, vor allem. Schön, dass es hier Treppen gibt, aber keine Aufzüge. Da, wo man welche brauchen könnte. So, jetzt kann ich die Waffe aber wegstecken, ne? Oh!
Fahrstuhl zum proteanischen Skyway. Fahrstuhlzeit außer Betrieb. Da ist doch ein Fahrstuhl. Ich habe dem Ganzen Unrecht getan. Muss ich jetzt runter, oder? Ah, hier bin ich, Lager. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Ja, dafür bin ich doch da. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Es sei denn, wir töten alle, dann können Sie es nicht weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exo-Jenny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Dann werde ich da mal hingehen. Was ist Exo-Jenny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exo-Jenny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ja, für mich sind die ja kein Ding. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Die sind hoffentlich sehr schlecht, oder? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass Sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exo-Jenny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Laufpanzer? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Das habe ich mir fast gedacht. Asilia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ah, siehste? Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Das mache ich auf jeden Fall. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Maka Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Mach ich. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? Mayor Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Okay. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Das tue ich auf Lassen jeden Fall. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich. Nice. Auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Im Moment nicht, nein. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Was können Sie mir noch über Exo-Jenny erzählen? Exo-Jenny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Super. Ihr Hauptinteresse gilt den Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geth vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wonach? Wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geth mehr als wir. Der ganz bestimmt. Ich habe einen Geth-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Ja, das stimmt. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Du, pass auf. Ich kümmere wir mich sprechen einfach uns wieder, um die wenn anderen ich mehr Dinge. Weiß. Ich rede mal kurz mit den anderen Viel Leuten Glück, hier. Commander. Und dann kriegen wir das geregelt. Ashley will schon wieder alles abknallen. Auch gut.